beim nächsten Spiel, der 10. gegen den 8. Vorwärts Steyr gegen Ried. Steyr, einsamer Rekord, 31 Spiele schon ohne Erfolg, aber gegen Ried hat man weder daheim noch auswärts jemals verloren und das macht das Ganze interessant. Große Frage bei dem Spiel war vor allem für die Wettfans, wir werden es gleich sehen, wie stehen die Odds und wettet man überhaupt noch auf Steyr oder nicht? Ja, nur wenig Wettfreudige in Steyr. Sollte Vorwärts Steyr gewinnen, dann gibt es für 100 Schilling Wetteinsatz 350 Schilling. Wie ist das Wettfieber heute? Hält sich in Grenzen. Die Steirer hoffen immer noch den ersten Sieg und Ried ist voll Optimismus. Wen haben Sie gesetzt? Ja, für Ried natürlich. Wie viel? 4-2. Wen haben Sie gesetzt? Auf Steyr. Wie viel? Ist kaputt, 800. Auf einen Steirer Sieg? Ja. Ist er heute fällig? Ja, das höchste Zeit. Ne? Ja, wenn Vorwärts gewinnt, dann kassiert dieser Herr für seine 800 Schilling Einsatz insgesamt 2800. Den ersten Angriff startet aber der SV Ried von links nach rechts in den roten Dressen. Über Drechsel, Waldhör, der ehemalige Steirer und Glück für Teuter Rottler, der heute für den gesperrten Zogelmeier spielt. Nochmals Drechsel und Walter Waldhör, der zuletzt gegen Admira Wacker viele Chancen vergeben hat. Aber in der ersten Halbzeit viel agiler. Vorwärts Steyr, die Heimmannschaft, sehr defensiv, vorsichtig, der SV Ried und eine große Chance durch Berthold. Valentic, der Mittelstürmer der Steirer, auf Berthold und Torhüter Unger. Beim SV Ried fehlt Möseneder wegen der 7. gelben Karte. Wiederum Vorwärts Steyr, Navu, auf Valentic. Ja, und Glück haben sie nicht, auch nicht unbedingt, die Steirer hier, Valentic, der aus Schottland gekommen ist. Insgesamt sind es 31 Spiele, nach Tagen gerechnet 340 Spiele ohne Sieg, Vorwärts Steyr. Stanisavjevic, eine der wenigen Torchancen in der ersten Halbzeit für den SV Ried. Ivsic, bei Standardsituationen ist meist eher der ausführende Spieler, und Stanisavjevic. 3000 Zuschauer in Steyr, davon 1000 Fans aus dem Innviertel, Pausenstand 0:0. In der zweiten Halbzeit dann der SV Ried offensiver. Hier war Mraz auf Hannemann und Foulvergehen von Valentic, der zurückgeeilt ist an Hannemann. Wir sehen es hier. Ich weiß nicht, ob das gewollt war, auf jeden Fall war es ein Foulvergehen. 11 Meter, 55. Minute, 1:0 für den SV Ried durch Stanisavjevic. Der SV Ried ist ja auch schon 6 Spiele hintereinander ohne Sieg. Wird es wiederum ein voller Erfolg? Auf jeden Fall 1:0 durch diesen Foul-Elfmeter. Steyr wird natürlich um jeden Zentimeter gekämpft. Zeitweise ruppige Szenen. Und hier ein Foul von Varisanovic, dem Libero der Steirer, an Pavel Mraz. Keine Frage. Rote Karte für Varisanovic durch Schiedsrichter Brucker. In der letzten Viertelstunde die Steirer nur mit 9 Feldspielern. Wiederum Ried, Stanisavjevic. Schulmäßig gemacht von Drechsel und 2:0. In der 77. Spielminute. Elegant heruntergenommen mit der Brust. Und zwischen Barac und Torhüter Rottler zum 2:0 für den SV Ried. 89. Minute noch der Anschlusstreffer durch den ehemaligen Rieder Laux. Ein Fehler hier von Torhüter Unger. Aber der SV Ried gewinnt mit 2:1 in Steyr. Mit dem Sieg von heute ist das Gespenst Relegation endgültig beim Teufel. Nein, das Gespenst Relegation ist nach wie vor relevant und wir haben 3 Punkte heute gemacht, die waren sehr, sehr schwierig zu erreichen, denn die Vorzeichen waren eigentlich eindeutig gegen uns und trotzdem kommen wir heute mit viel Kampf und Herz verdient gewinnen und deshalb sind wir alle sehr glücklich. Richtiger Tipp 2 und die Negativserie von Ried gegen Steyr ist damit gebrochen. Jetzt wird es interessant, jetzt kommen die zwei Spiele,